Ich habe es ja schon erwähnt, ein ähnlicher Standard wie der IFS, also wie der International Featured Standard, ist der BRC, nur dass seine Ursprünge einfach auf dem britischen Kontinent oder auf der britischen Insel sind. Das heißt, englischsprachige Unternehmen verlangen hauptsächlich dann von ihren Lieferanten BRC-Zertifizierungen. Hier für den Lebensmittelbereich zu nennen ist der BRC Global Standard for Food Safety, der relativ neu herausgekommen ist in der Version 7, Anfang 2015. Auch hier sehen Sie natürlich, dass die entsprechenden Bereiche genau so genannt sind wie im IFS und auch die Anforderungen sind ähnlich. Also wir sehen hier Standards für den Betriebsstandort, Außenbereich, Sicherheit, Anordnung, Produktfluss und Produkttrennung, dann Bausubstanz, Betriebsmittel wie Wasser, Eis, Luft oder bestimmte Gase, Ausrüstungen, also Anlagen und sonstige Ausrüstung, Wartung und Instandhaltung spielt hier eine Rolle, Personaleinrichtungen, aber auch Fremdkörpermanagement, Ordnung und Sauberkeit und Hygiene, Abfall und Abfallentsorgung und letztendlich Schädlingsbekämpfung. Also alles Themen, die im IFS auch entsprechend vorgegeben sind, nur in einer anderen Reihenfolge, aber die Inhalte sind sehr, sehr ähnlich. Auch hier ist es so, dass ein Unternehmen, das zertifiziert werden möchte, diese Inhalte vollständig umsetzen muss, damit es zumindest ein gutes Resultat beim Zertifizierungsaudit erhalten kann.